Ja, hallo. Wir sind die Familie Felfe und wir beteiligen uns am Garagenprojekt anlässlich der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. In unserer Freizeit basteln wir verschiedene Spielzeuge, damit die Kinder auch erkennen, wie bestimmte Dinge funktionieren und das spielerisch kennenlernen. Mitten in der Garage steht Rudi. Rudi der Winker mit seinem roten Plastikhut. Nach dem Tritt auf das rote Fußpedal startet er nicht sofort. Ein Zeitschaltrelais sorgt für eine kleine Verzögerung und die Kinder haben Zeit, genau hinzusehen. Seine Mechanik zeigt, wie aus einer drehenden Motorbewegung ein Hin und Her der Hand wird. Der Clown ist eine von Felfes unzähligen Seifenblasenmaschinen. Strom kommt aus dem Modellbahntrafo, den Luftstrom erzeugt ein Computerlüfter. Und wie von Zauberhand gibt es große, bunte Seifenblasen. Auch das zeigen Felfes den Kindern. Ein Kuchendeckel wird gedreht, der Stift darüber bewegt sich mittels Räderwerk und lässt geometrische Muster entstehen. Robby haben die beiden Chemnitzer nicht selber gebaut. Aber er gehört immer dazu, wenn sie unterwegs sind, sagt Karin Felfe. Auch Musik bedarf einer Drehbewegung im Spielzeugreich der Garage. Und für den Seifenblasenspaß muss man nur jung geblieben sein.